Dead Redemption 2 für die PlayStation 4 und Xbox One wird nicht nur als ein tolles Spiel bejubelt, sondern auch als ein technisches Meisterwerk. Als PC-Spieler denkt man sich dann natürlich, ja, da wäre aber doch noch deutlich mehr drin, wenn dieses Spiel denn nur für den PC erscheinen würde. Was da noch mehr drin sein könnte, das wollen wir jetzt klären in einem kleinen Video. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Mein lieben Hardware-Kollegen Nils. Grüß dich, Nils. Hi, Michi. Servus. Wir wollen darüber sprechen, was denn Red Dead Redemption 2, sofern es für den PC kommen könnte, würde, wie viel besser es dann laufen würde. Und das müssen wir vielleicht gleich zu Beginn mal klären. Ja. Wir haben keine neuen Insider-Infos, dass es kommt. Nein. Nee, die haben wir leider nicht. Ich glaube, die werden wir so schnell auch nicht kriegen. Deswegen ist das ein Stück weit jetzt hier spekulativ, worüber wir reden. Ich persönlich glaube aber sehr stark daran, dass eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 kommen wird. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es ja so, dass es kommt auch wieder die Rage Engine zum Einsatz, die wir auch schon aus GTA 5 kennen, das ja auch schon sehr erfolgreich auf den PC portiert worden ist. Und die PC-Version lief auch wirklich gut von GTA 5. Also insgesamt gerade im Vergleich zu anderen Erfahrungen wie GTA 4 hat Rockstar da einen guten Job gemacht. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass man den Erfolg von GTA 5 auch einfach sieht auf dem PC. Das ist da immer noch in Steam unter den beliebtesten oder meisten gespielten Spielen die ganze Zeit. Der Online-Modus dann natürlich auch, den es ja auch bei Red Dead geben wird. Klar, da gibt es dann Probleme mit Hackern teilweise und solche Geschichten. Aber es ist insgesamt auf jeden Fall erfolgreich. Und aufgrund dieser Faktoren glaube ich stark daran, dass Rockstar das Spiel auf den PC bringen wird. Ja. Das ist noch Spekulation. Lass noch eine Schippe Spekulation oben drauf legen. Wenn du ein grobes Zeitfenster nennen müsstest, in dem du glaubst, dass diese PC-Version erscheint, wann wäre das dann? Ja, das ist wirklich sehr spekulativ. Also ich würde jetzt mal sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es innerhalb eines Jahres passiert. Aus dem Grund vielleicht auch ein bisschen aus der Vergangenheit. GTA 5 ist ja erst für die Last-Gen-Konsolen erschienen, Xbox 360 und PS3. Und zwischen der Version von der PlayStation 4 und der Xbox One und dem PC lagen damals dann so 6 Monate ungefähr, oder ein halbes Jahr war es so grob. Das so vielleicht als eine grobe Orientierung. Klar, man können jetzt wieder andere Faktoren da reinkommen. Wie lange will Rockstar jetzt vielleicht auch erstmal nur mit den Konsolenversionen Geld verdienen? Weil es gibt natürlich auch genug PC-Spieler, die sagen, wenn sie die Wertung sehen und die Begeisterung von vielen Spielern, hey, das will ich vielleicht jetzt schon spielen und nicht auf eine PC-Version warten, die vielleicht dann gar nicht kommt. Aber ich könnte es mir trotzdem vorstellen, weil ich glaube auch, dass es von der Arbeit her die Portierung, da die Hardware auch zwischen den Konsolen, den aktuellen und dem PC ja gar nicht mehr so unterschiedlich ist, dass das vom Aufwand her machbar sein dürfte in einer kürzeren Zeit. Deswegen, ich könnte es mir vorstellen, aber es ist wirklich spekulativ, das muss ich sagen. Dann kommen wir wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, nämlich zu dem, was wir jetzt bewerten können, nämlich die bereits erschienene Konsolenversion. Ich hatte es ja eingangs gesagt, dass das als ein technisches Wunderwerk bejubelt wird. Was macht denn Red Dead Redemption 2 auf den Konsolen technisch jetzt so besonders? Also das sind mehrere Faktoren. Ich finde natürlich zum einen allein die grafische Qualität, die es zu bieten hat. Das ist für die Power, die die Konsolen haben, gerade in so einer großen Open World schon ja Maßstäbe setzend in vielen Bereichen, nicht in allen, aber es ist schon sehr, sehr schick, muss man sagen. Allein wenn du anfängst und da durch diesen Schnee läufst und die Schneespuren siehst, die Beleuchtung, wie der Mond sich da so diffus durch ja, Baumwipfel und auch durch diesen volumetrischen Nebel bricht. Oder auch kleinere Details, wenn du Pferde hast, bei denen du die Muskeln siehst, wie die sich anspannen, die Laufanimationen der Pferde, die sehr überzeugend sind. Oder Wasser, das sich in Matsch sammelt, wenn du da Fußspuren hinterlässt. Also da ist schon mit sehr viel Liebe zum Detail und auch mit sehr großem Know-how einfach rangegangen worden. Das sieht man. Also es ist technisch einfach, sieht toll aus. Das ist ein Punkt, was es herausragend macht. Was noch hinzukommt, ist aus meiner Sicht, die Performance ist auch sehr gut. Also eine Xbox One X schafft es in nativem 4K, da 30 FPS zu liefern. Auch wirklich sehr stabil. Das ist schon sehr ordentlich in Anbetracht, wie gut das Spiel aussieht. Und vor allem auf den langsameren Konsolen, weil die One X ist ja die schnellste jetzt auf die Teraflop-Leistung bezogen der Konsolen. Da sind die Abstriche gar nicht so groß. Also es ist eigentlich hauptsächlich die Auflösung, die da runtergeschraubt wird. In anderen Aspekten wie der Sichtweite oder eben auch der Beleuchtungsqualität, Schattenqualität, sind da gar nicht so große Abstriche vorhanden. Selbst auf der Xbox One S oder der normalen PlayStation 4. Und das finde ich auch sehr beachtlich, ja. Jetzt hast du eben schon gesagt, Xbox One X ist das Flaggschiff im Konsolensegment. Als PC-Spieler, da lacht man da ja nur müde. Der Spiele-PC an sich hat ja dann doch noch mal ein bisschen mehr Leistung. Aber was könnte man mit dieser Mehrleistung anfangen? Also was könnte die PC-Version dann da noch besser haben als auf der Konsole?
Also zum einen, man muss natürlich bei dem Leistungsvergleich schon kurz nochmal vorab sagen, da Konsolen halt immer genau die gleiche Hardware haben, ist da so ein direkter Vergleich mit dem PC, mit einer PC-Version immer ein bisschen schwierig, weil bei den Konsolen wissen die Programmierer halt ganz genau, für welche Hardware sie programmieren. Mhm. Bei einer PC-Version hast du starke wechselnde Hardware-Konstellationen, was es ein bisschen schwieriger macht, die Hardware dann optimal auszulasten. Aber trotzdem, der PC ist auf jeden Fall leistungsmäßig ein gutes Stück vor einer Xbox One X oder ein deutliches, kann man auch sagen. Deswegen ein paar offensichtliche Dinge, die auf jeden Fall aus meiner Sicht passieren werden, wenn die PC-Version kommt. Es wird natürlich mehr als 30 FPS geben. Eine FPS-Begrenzung macht da dann keinen Sinn. Und ich denke auch, dass aktuelle flotte Hardware, ich meine, sind ja jetzt vor kurzem die RTX 2000-Karten erschienen, die nochmal eine Schippe drauflegen, zumindest die RTX 2080 Ti. Da sollte, könnte ich mir schon vorstellen, 60 FPS in 4K, dass das möglich ist. Also da ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, wo die PC-Version sicher auch hoffentlich glänzen kann, ist ein umfangreiches Menü. Ich meine, das braucht man auf dem PC natürlich, ein Grafikmenü. Einfach, weil du halt auch langsamere Hardware hast, dass du Möglichkeiten hast, das zu skalieren. Aber GTA 5 hatte zumindest schon mal ein recht umfangreiches Menü. Vom Handling her war ich da nicht so ganz glücklich. Es gab auch keine Presets. Man konnte dann jetzt zum Beispiel nicht sehen, wie viele Stufen gibt es denn überhaupt jetzt bei den verschiedenen Optionen. Musste man immer sich so ein bisschen durchraten. Ja. Also kann man noch verbessern. Aber das wird sicher auch auf dem PC geben, denke ich, ein umfangreiches Grafikmenü. Und dann gibt es natürlich auch noch optische Aspekte, wo der PC vielleicht was oben drauflegen kann. Ja. Man muss dazu sagen, dadurch, dass die Qualität auf den Konsolen schon so hoch ist von der Grafik, hält sich das aus meiner Sicht in Grenzen. Und ganz ehrlich, wenn es so aussehen würde, wie es jetzt auf den Konsolen aussieht, dann würde ich es auch auf dem PC nehmen. Das muss ich schon mal vorab sagen. Aber es gibt so Aspekte, wo es vielleicht relativ leicht wäre für Rockstar, das zu verbessern. Zum Beispiel die Sichtweite von manchen Vegetationselementen, Büschen und sowas. Die Dichte der Vegetation, da die kann man, glaube ich, relativ leicht höher skalieren. Also ohne auch großen Programmieraufwand, das wäre so ein Faktor. Man könnte auch in manchen Bereichen die Auflösung noch erhöhen. Ich meine, 4K schafft ja die Xbox One X, also jetzt nicht die allgemeine Auflösung, auch wenn auf dem PC noch mehr möglich wäre, 8K, aber da wird es dann, glaube ich, auch performancemäßig irgendwann schwierig. Mhm. Aber man kann auch von einzelnen Elementen, zum Beispiel Reflexionen im Wasser, die können auch höher oder weniger hoch aufgelöst sein und dann sehen sie eben auch besser oder schlechter aus. Oder sowas, was ich angesprochen habe, der volumetrische Nebel, der wirklich für eine schöne Atmosphäre sorgt, auch wenn man da durch Städte läuft oder abends im Dunkeln. Der ist wirklich, es wirkt irgendwie authentisch, aber der kann auch höher aufgelöst sein, sodass er ein bisschen feiner noch aussieht. Das betrifft dann auch zum Beispiel die Lichtstrahlen, diese God Rays, die man kennt, die kann man auch entsprechend höher auflösen. Kostet natürlich auch dann alles mehr Leistung, ja. Aber auf dem PC ist das durchaus drin. Jetzt hattest du eben ja schon angesprochen, das sind jetzt Sachen, die von Rockstar leicht verbessern können. Relativ leicht, ja, genau. Gibt es denn Features, die für eine PC-Version zu schwer wären zu verbessern? Also die nice to have wären, aber die dann Aufwand nicht rechtfertigen? Also es gibt, zu schwer ist da vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber eher das mit dem Aufwand nicht rechtfertigen. Also was ich persönlich meine, ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde zum Beispiel die Gesichtsanimationen manchmal jetzt nicht, ein bisschen steif, muss ich sagen, insgesamt schon, es hat auch wirklich gute Animationen, gerade bei der Bewegung. Aber in den Gesichtern, das finde ich, könnte man verbessern, aber das ist jetzt, das macht man halt nicht mal eben so. Und das jetzt extra für eine PC-Version nochmal anzugehen, gerade nur wenn man bedenkt, wie wichtig das ist in den Zwischensequenzen und wie viele Animationen da eine Rolle spielen, das halte ich halt eher für unwahrscheinlich, dass das zum Beispiel passiert. Mit der Wasserdarstellung bin ich auch nicht immer super glücklich, gerade wenn man da als Spieler sich durchbewegt und die Wellen erzeugt werden und solche Dinge. Ich meine, es wäre vielleicht nicht super aufwendig, aber ich glaube jetzt eher nicht daran, dass sie da an solche Elemente nochmal rangehen. Und was auch ein Faktor ist, die Texturqualität. Die ist insgesamt schon auf einem guten Niveau auf jeden Fall. Allerdings gibt es schon ein paar Texturen, wo ich gedacht habe, die könnten schon noch schärfer aussehen oder detaillierter sein. Aber das ist halt auch so ein Faktor, gerade in so einer riesigen Open World, jetzt nochmal anfangen noch. Sie haben ja eh schon zwei verschiedene Texturstufen quasi, halt einmal für die älteren Konsolen und da auch für die Xbox One X und die PS4 Pro gibt es höher aufgelöste Texturen. Und da jetzt nochmal ein drittes Paket anzubieten und die nochmal anzugehen, also wenn sie nicht eh schon hatten in so hoher Qualität und sie runterskaliert haben, dann glaube ich da auch nicht dran. Dann knacken die 150 Gigabyte Installationsgröße irgendwann. Das kommt auch noch dazu. Ja. Wir sind schon bei 100 Gigabyte auf den Konsolen ungefähr. Deswegen denke ich da auch eher, dass es nicht passieren wird. Ja. Vorhin hattest du ja angesprochen, jetzt mit den neuen GeForce RTX-Karten. Die bringen ja eine ganze Reihe neuer Features mit, so Schlagworte wie Raytracing, DLSS und so weiter und so fort. Was ist denn mit diesen besonderen Features? Denkst du, dass Rockstar das implementieren wird?
Das ist eine sehr gute Frage, schwer zu beantworten. Natürlich, gerade in so einem AAA-Titel wäre es auch für Nvidia natürlich sehr schön, man sagen könnte, hey, hier seht ihr, wie gut Raytracing in diesem Meisterwerk aussieht. Mhm. Aber da, ich glaube eher nicht dran, was Red Dead 2 angeht. Das hängt einerseits vor allem mit der Performance zusammen. Ich meine, wir haben zwar noch kein Spiel aktuell, was wir testen können, in dem Raytracing aktiv ist. Wir haben ja bis jetzt eigentlich nur Demos gesehen. Ja. Battlefield 5 wird vielleicht eins sein, das es dann zum Release hat. Mal schauen. Und da waren, aber was die Performance anging, war das eher alles ein bisschen durchwachsen, was man bis jetzt gesehen hat. Klar, Raytracing ist eine sehr anspruchsvolle Rendertechnik, wird es auch eh erstmal nur in Hybridversionen in Spiele schaffen, also es wird nicht komplett alles geraytraced. Aber das in GTA 5 in so einer großen Open World, da sich nochmal ranzumachen, ich glaube eher nicht dran. Und dann kommt auch noch hinzu, Raytracing hat in bestimmten Bereichen vor allem Vorteile, die jetzt für Red Dead 2 in seiner aktuellen Verfassung gar nicht so eine große Rolle vielleicht spielen. Zum Beispiel Reflexionen. Mhm. Dadurch, dass wir hier im Wilden Westen sind, haben wir da nicht so viele Lichtquellen. Genau, also ja. Es gibt schon Lichtquellen, aber es gibt auch hauptsächlich natürliche Materialien. Es gibt relativ wenig spiegelnde Oberflächen. Also da lohnt es sich dann, da den Aufwand für reinzubauen. Klar, ja. Du hast natürlich auch Wasser und so, aber es ist halt Aufwand. Schattendarstellung ist auch was das mit Raytracing besser werden kann, aber das haben sie auch schon sehr gut gelöst, finde ich, in Red Dead Redemption 2. Also ich glaube, es würde da den Aufwand nicht unbedingt rechtfertigen für das, was optisch noch möglich wäre. Klar, besser aussehen wird es bestimmt, aber dann noch kombiniert mit dem wahrscheinlich hohen Performance-Hunger halte ich es für eher unwahrscheinlich. Dann noch ein letztes Schlagwort, nämlich HDR. Da hatten wir jetzt vor kurzem gelesen, dass in der Konsolenversion von Red Dead Redemption 2 das HDR nicht so richtiges HDR ist, sondern dass sie da so ein bisschen tricksen. Denkst du, dass sie das einbauen würden für eine PC-Version? Ja, also diese HDR-Geschichte ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ich muss gestehen, ich habe es mir selber noch nicht angeschaut auf einem HDR-Gerät. Ich kann jetzt keine eigenen Erfahrungen dazu liefern. Ja. Ich glaube, wenn ich den Artikel mir recht zurückerinnere von Digital Foundry, wird quasi ein SDR-Bild mehr oder weniger als Basis genommen für die HDR-Darstellung und dann ja hochskaliert auf HDR, was dann nicht so gut aussieht, weil da einfach schon Informationen dann fehlen, wenn du das SDR-Bild nimmst. So ganz verständlich ist es auch nicht, weil normalerweise werden Spiele eigentlich ohnehin quasi mit höheren Kontrasten und höherem Farbumfang schon erstellt und dann auf einen SDR-Bild beziehungsweise auf typische Merkmale von einem SDR-Bildschirm, also was die Helligkeit angeht, die Farbtiefe und sowas runterskaliert, mehr oder weniger, dass man quasi mit dem Bestmöglichen anfängt und dann schaut, okay, wo müssen wir das Tone-Mapping, heißt das dann, dass man entsprechend das anpasst. Also theoretisch, es ist zumindest relativ wahrscheinlich, dass sie es eigentlich eh schon mit höheren Farbumfängen und Kontrasten erstellt haben, warum sie das dann aber nicht nutzen. Es ist ein bisschen komisch alles. Ich meine, genau weiß ich jetzt auch nicht, wie das natürlich abgelaufen ist. Ja. Aber das macht es auch schwer, das einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, gerade nachdem sie jetzt die Kritik dann vielleicht auch gehört haben und nachdem es auch ein paar Spiele jetzt zuletzt gab, wo HDR, wirklich richtig gut aussah, wenn du ein entsprechendes, auch einen entsprechenden Fernseher oder ein Display hast, dass es kann. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es nochmal angehen für die PC-Version, aber auch da sicher weiß man es nicht. Das ist leider momentan das, wo wir drüber stolpern werden. Sicher ist da noch gar nichts. Wir harren mal der Dinge, die da kommen. Wenn ihr da übrigens noch mehr Infos dazu haben wollt, Nils hat das hier auch in einem ausführlichen Artikel auf der GameStar.de zusammengeschrieben. Das könnt ihr nochmal zusammen lesen. Das packe ich euch dann auch in die Beschreibung als Link rein. Danke, Nils. Gerne. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Tschüss.